Diese Erfindung könnte den Durchbruch bedeuten. Laut einem internationalen Forschungsteam könnte ein neu entwickeltes Material Reisen zu anderen Sternen möglich machen, zum Beispiel zum Stern Proxima Centauri. Eine Sonde würde für die Entfernung von 4,2 Lichtjahren dann nur 20 Jahre brauchen. Möglich machen soll das ein sogenanntes Aerogel, ein Material, das extreme Temperatursprünge ganz easy aushält und somit als Lasersegel dienen könnte. Ob und wie dann demnächst tatsächlich eine Reise zu Proxima Centauri möglich ist, klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal. Nur dann und nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Die Eigenschaften der sogenannten Aerogele sind außergewöhnlich. Die Stoffe sind ultraleicht und sehr porös. Kein Wunder, denn das Material besteht aus sehr dünnen Metall- oder Keramikschichten und häufig zu mehr als 99% aus Luft bzw. freiem Raum. Quasi ein Hauch von nichts. Und schon jetzt werden die Stoffe in der Praxis eingesetzt. Siliziumoxid-Aerogele beispielsweise in Raumanzügen. Aerogele dienen zudem als Dämmstoffe. Doch bislang sind das alles Spezialanwendungen, da sich die Herstellung derzeit noch als sehr kompliziert und aufwendig gestaltet. Zudem hatten die Aerogele bis jetzt eine große Schwachstelle. Bei großen Temperaturschwankungen zerbricht das Material nämlich sehr leicht. Doch genau diesem Problem hat sich nun ein internationales Forschungsteam angenommen und das äußerst erfolgreich. Die neu entwickelten Aerogele bestehen zu mehr als 99% aus Luft oder eben leerem Raum und halten sogar sehr schnelle Temperaturwechsel von mehr als 1000 Grad Celsius stand. Und das eröffnet uns bislang ungeahnte Möglichkeiten. Aber von vorne. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen konstruierten zunächst ein symmetrisches Gerüst aus Graphen. Wir haben hier ja bei Klicks und Science and Fiction öfter über diesen Wunderstoff berichtet. Bei diesen atomar dünnen Kohlenstoffschichten handelt es sich um mit das dünnste Material der Welt und dabei ist es härter als Diamant. Das Forschungsteam baute damit zweidimensionale Schichten, auf denen es unter einer Schutzatmosphäre aus argonkristallinen Lagen aus Bornitrid wachsen ließ. Das Graphen wurde dann bei etwa 600 Grad Celsius abgetrennt, sodass nur noch das Aerogel aus den Bornitrid-Schichten in einer äußerst symmetrischen Anordnung übrig blieb. Dieses Netzwerk sieht von der Seite aus betrachtet wie eine Art Spinnennetz aus und die Metastruktur begründet die besonderen Eigenschaften des neu entwickelten Aerogels. Statt sich bei Erwärmung auszudehnen, zieht es sich zusammen. Wenn das Material mechanisch gestreckt wird, wird es in der Mitte nicht dünner, sondern dicker. In der Fachsprache spricht man dann von einer negativen Poisson-Zahl und einem negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Dazu Xiangfeng Duan, einer der beteiligten Forscher. Unser Aerogel zeigt sowohl eine herausragende mechanische als auch thermische Stabilität für Superisolatoren unter extremen Bedingungen. Das Forschungsteam testete das Aerogel aufs Äußerste. Sie erhitzten es auf bis zu 1500 Grad Celsius und das in sehr kurzer Zeit. Schnell kühlten sie es dann wieder ab und zwar auf bis zu minus 198 Grad Celsius. Extreme Temperaturschwankungen also und dennoch blieb die Aerogelstruktur erhalten. Anders als gewöhnliche Keramiken, die dabei zerbröseln. Doch es gibt noch weitere bemerkenswerte Eigenschaften des Aerogels. Es verfügt nämlich über eine extrem geringe Dichte. Eine Probe des Aerogels in der Größe eines Würfels wiegt gerade mal, Achtung, ein Tausendstel Gramm. Zudem dehnt sich das Material ohne Druck wieder in seine ursprüngliche Form zurück, selbst wenn es mit einer Presse auf einen Bruchteil seiner Größe zusammengedrückt wird. Drei Faktoren sorgen wohl dafür, dass das Material so gut isoliert. Zum einen behindern winzige kleine Brüche in der Bornitridstruktur die Wärmeleitung. Zudem handelt es sich bei den Porenwänden um Doppelwände, die an eine Doppelverglasung bei Fenstern erinnern und somit gut isolieren. Und als weiteren Punkt ist die Wärmeleitung im Feststoff reduziert und zwar durch die sehr geringe Dichte des Materials. Zusammengefasst vereint das Material somit also einige sehr besondere Eigenschaften und die lassen das Forschungsteam krasse Visionen entwickeln. Aerogele könnten demnach für eine Revolution in der Erkundung des Weltraums sorgen. Da das Material so gut isoliert, könnte es als Hitzeschutzkacheln von Raumtransportern eingesetzt werden, denn die Luftreibung beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sorgt für extreme Temperaturen und auch bei einer Drehung im erdnahen Orbit muss eine Sonde einen Temperaturwechsel von mehreren hundert Grad überstehen können. Laut dem Forschungsteam könnte das Aerogel als Material für ein Lasersegel dienen. Laserstrahlen könnten dann das sehr leichte Material auf rund 20% der Lichtgeschwindigkeit bringen. 20 Jahre würde die Reise zum 4,2 Lichtjahre entfernten Stern Proxima Centauri den Berechnungen zufolge dauern. Doch nicht nur das. Das neu entwickelte Aerogel könnte auch im Automobilbau eingesetzt werden. Seine starken Isolationen
Lubrifikationseigenschaften könnten beispielsweise Autobauteile vor den hohen Temperaturen schützen, die etwa von Katalysatoren ausgehen. Und auch in Wasserstoffautos könnte sich das Material als nützlich erweisen, denn es könnte die Reaktion in der Brennstoffzelle als Katalysator genauso gut beschleunigen wie das derzeit eingesetzte kostspielige Platin. Eine große Herausforderung in Brennstoffzellenfahrzeugen, die damit endlich gelöst wäre. Ein Problem dabei ist bislang noch der komplizierte Herstellungsprozess. Um das Aerogel auf Masse zu produzieren, müsste noch ein geeignetes Verfahren entwickelt werden. Doch das Forschungsteam ist optimistisch, dazu Duan. Derzeit arbeiten wir außerdem an extrem leichten Aerogelen, die sogar noch robuster, flexibler und hitzebeständiger werden könnten. Wow! Das Irre ist ja dann wirklich, was aus diesem wirklich extremen Material alles hergestellt werden kann. Es kann so viel revolutionieren, wie es zum Beispiel die Supraleitung gemacht hat und immer noch macht. Plötzlich sind Dinge denkbar, die wir bisher für unmöglich gehalten haben. Nanotechnologien, wie wir die Grundbausteine unserer Welt verändern können, unbedingt hier draufklicken. Da gibt es von Cedric vom Kanal Dr. Watson einen noch umfassenderen Überblick über das Thema. Also draufklicken, ansehen, abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.